Willkommen zu diesem KDE Tipps und Tricks Screencast. Und in diesem Screencast möchte ich euch noch einige weitere Effekte für die Fensterverwaltung unter KDE vorstellen. Dort gibt es nämlich standardmäßig einige sehr, sehr coole Effekte, die einem das Arbeiten mit sehr, sehr vielen Fenstern erleichtern. Dazu gehen wir mal auf den Desktop, wo ich ganz, ganz viele Fenster aufhabe. Das ist dieser hier. Hier habe ich mal die Systemeinstellungen geöffnet, ein Terminalfenster und meinen persönlichen Ordner. Und ihr seht, es ist ein bisschen Kuddelmuddel. Wenn ich jetzt eine Fensterübersicht bekommen möchte, gibt es standardmäßig einige Tastenkombinationen, die KDE bereits mitbringt, um eben bestimmte Effekte aufzurufen für die Fensterverwaltung. Dazu gibt es die Tastenkombinationen, die ihr in den Systemeinstellungen findet, unter Kurzbefehle und Gestensteuerung. Ich mache das Fenster mal groß. Kurzbefehle und Gestensteuerung, da habt ihr die Möglichkeit unter globale Kurzbefehle, Kurzbefehle für alle möglichen Programme unter KDE einzurichten, und eines dieser möglichen Programme ist eben der Fenstermanager Qwin oder Kwin, und den wählt ihr hier aus und habt ihr die Möglichkeit, die Standardkurzbefehle zu sehen, und da gibt es auch einige für Effekte. Die Effekte müssen natürlich vorher aktiviert sein. Ihr müsst also einen Grafikkartentreiber haben, der eben Effekte unterstützt. Dann könnt ihr solche Effekte wie zum Beispiel Steuerung F8 aufrufen, was eben diesen Desktop-Grid mir anzeigt, wo ich halt eben die Möglichkeit habe, zwischen den verschiedenen virtuellen Desktops zu wechseln, direkt zu einem Fenster zu springen, das in den Vordergrund zu holen. Eine sehr, sehr nette Funktion, wie ich finde. Es gibt dann aber auch einige weitere Optionen, die eben mit diesen Tastenkürzeln ausgelöst werden können, wie zum Beispiel Steuerung F10, das mir erlaubt, eben alle offenen Fenster auf allen Arbeitsflächen zu sehen. Da wir in dem Fall nur auf einer Arbeitsfläche alle Fenster irgendwie angeordnet haben, werden die angezeigt. Wenn ich jetzt alle Fenster der eigentlichen jetzt aktivierten Arbeitsfläche anzeigen lassen möchte, kann ich Steuerung F9 drücken und kriege dann eben nur die Fenster der. Ich muss das, glaube ich, mal, um das zu demonstrieren, dieses Konsolenfenster nach unten ziehen auf die andere Arbeitsfläche, dann wird das, glaube ich, klar. Steuerung F10 nochmal, alle Fenster, alle Arbeitsflächen. Dann sehe ich auch das Konsolenfenster, was auf der anderen Arbeitsfläche liegt. Steuerung F9 ohne das Konsolenfenster, weil das auf einer anderen Arbeitsfläche liegt und ich halt nur die Fenster der aktuellen des aktuellen Arbeitsbereichs sehe. Mit Steuerung F7 kann man auch lustige Dinge machen. Das kann ich euch mal demonstrieren, indem ich mal hier zur anderen Arbeitsfläche wechsle und mal ein Conqueror-Fenster und ein zweites Conqueror-Fenster öffne. Das braucht eine kurze Bedenkzeit, da haben wir es. Öffnen wir nochmal ein zweites Conqueror-Fenster. Jetzt habe ich zwei Conqueror-Fenster offen und nochmal ein Terminal. Jetzt kann ich natürlich hier zwischen diesen Applikationen einfach wechseln auf diese Arbeitsfläche mit Steuerung F9 und sehe dann alle Fenster. Wenn ich aber jetzt nur zwischen den zwei Conqueror-Fenstern wechseln möchte, dann kann ich auch Steuerung F7 drücken und es werden mir nur die Fenster dieses einen Programmes, eben Conqueror, angezeigt. Was sehr, sehr nett ist, vor allen Dingen sehr, sehr nützlich, falls man mit GIMP arbeitet, und dort gibt es ja mehrere Fenster, mit denen man arbeiten kann, und wenn man mehrere Bilder dann offen hat und zwischen diesen Bildern hin und her wechseln möchte, kann es manchmal ein bisschen was ja tricky werden, wenn man das tatsächlich mit der Taskleiste realisieren möchte. Da ist halt diese Tastenkombination Steuerung F7 auch sehr nützlich. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, die Tastenkombination euch frei einzustellen, indem ihr zum Beispiel, ich will nicht Steuerung F7 haben, sondern sagt, ich möchte Steuerung Alt 0 dafür haben. Klickt auf Anwenden, geht dann wieder auf den Desktop, wo ihr es ausprobieren könnt, Steuerung Alt 0, und ihr seht, das funktioniert genauso gut. Das lässt sich also hier auch wunderbar einstellen und einrichten, wie man halt eben möchte. Was nicht funktioniert, sind, dass man Maustasten oder sowas hier eintragen kann. Hier funktionieren also tatsächlich nur Tastaturkürzel, keine Maustasten. So, das war's für diesen Screencast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.